ทำอะไรWo leben in Thailand? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Wie immer, immer das gleiche Intro. Im heutigen Video geht es um, ja, wo leben in Thailand? Eine der Top-Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, aber auch eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. 8 Jahre bin ich in Thailand, ich bin rumgekommen in Thailand, ich habe mir die Orte angeschaut, die eben angeblich gut sind, um ja, in Thailand zu leben, und habe nach langem Suchen mich entschieden, in der Provinz Phetchaburi, also genauer gesagt in Chaam, aber nicht am Strand, sondern im Landesinneren zu wohnen. Wobei, das ist natürlich nicht der Ort, den ich jedem empfehle, sondern in diesem Video schauen wir uns mal an, welche Orte gibt es, um in Thailand in Rente zu gehen, also welche Orte haben auch die entsprechende Infrastruktur für einen Rentner oder im Allgemeinen für Leute, die gerne in Thailand leben möchten oder alt werden möchten, und welche Orte ich eher nicht als geeignet empfinde. Beginnen wir doch mal mit den bekannten Orten. Und zwar handelt es sich hier um, ich will es fast nicht sagen, aber es gibt doch noch Leute, die nach Pattaya auswandern. Aber sehr beliebt nach wie vor Pattaya, obwohl es ja auch in den letzten Monaten sehr an Attraktivität verloren hat. Also Pattaya ist sich komplett am Verändern. Und diejenigen, die halt vielleicht dort noch ihre geile Zeit erlebt haben und jetzt oder schon seit Jahren darauf warten, nach Pattaya auszuwandern, die sollen hier vielleicht nochmal über die Bücher, denn es ist nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit war. Ebenfalls sehr beliebt ist der Norden, Chiang Mai. Chiang Mai, auch so eine Rentnerhochburg in Thailand. Und nicht nur eine Rentnerhochburg, sondern auch die Internetnomaden haben sich dort in der Vergangenheit niedergelassen, aber auch hier kann man so ein bisschen feststellen, dass eine Verschiebung stattfindet. Auch, also sowohl die Internetnomaden als auch die Rentner zieht es immer häufiger in die Nachbarländer. Also Thailand ist zurzeit nicht mehr so beliebt wie in der Vergangenheit. Ob sich das bald wieder ändern wird, das wissen wir noch nicht. Aber ihr habt sie vielleicht auch schon mitgekriegt, es gibt wieder, oder es beginnt langsam wieder, auch in Bangkok, politische Unruhen, und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Chiang Mai nach wie vor was man ja, an was man denken sollte, vor allem wenn man es ein bisschen kühler möchte und einem so die Landschaft im Norden Thailands gefällt. Dann der Süden Thailands. Leute, der Süden Thailands ist hammergeil. Mir gefällt er sehr gut. Teilweise sogar maledivische Verhältnisse, je nachdem, wo man hingeht. Ja, einfach wirklich sehr, sehr schöne Landschaften. Ein Ort, wo ich jederzeit wieder hingehen würde, vor allem, ja, ich würde es mir wahrscheinlich auch überlegen, dort unten eine gewisse Zeit zu leben. Das war schon eine schöne Zeit dort unten. Aber man darf nicht vergessen, es ist anders. Es ist nicht so. Kommt ein bisschen darauf an, wo im Süden das man ist. Ich meine, Phuket ist okay, aber je weiter runter das man geht, dort unterscheidet sich dann die Mentalität schon ein wenig. Auch, ja, es sind zwar Thailänder dort unten, jedoch ist es nicht das gleiche, wie wenn man in der Region Bangkok lebt. Oder im Norden Thailands ist es auch wieder komplett anders. Der Süden Thailand, schön, vor allem von der Natur her. Essen dort unten ist sehr, sehr scharf, außer eben man ist irgendwo an einem Touristenort. Aber ja, nicht der Ort, wo ich jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum oder wo ich alt werden möchte. Und warum, auf das komme ich gleich zu sprechen. Ja, dann kommen wir zu meinen Favoriten. Also wir hatten Pattaya, Zentral-Thailand, wir hatten den Norden, Chiang Mai, sehr beliebt.
und auch den Süden, da habe ich ganz vergessen zu sagen, dort handelt es sich meistens um Kalak, Phuket oder Krabi. Und jetzt mein Favorit ist die Region Hua Hin und Prachuap Kirikan. Warum Hua Hin und Prachuap Kirikan? Wobei ich lebe ja nicht in Hua Hin, ich lebe in Cha'am, ist zwar nicht weit von Hua Hin, aber diese Region finde ich persönlich oder ist mein Favorit. Ich finde es nicht die schönste Region, versteht mich nicht falsch. Also es ist wesentlich schöner im Norden Thailands oder auch im Süden Thailands. Aber es gibt ein paar Sachen, die man halt auch berücksichtigen muss. Wenn man zum Beispiel noch von der Botschaft abhängig ist, also wenn man zum Beispiel Rentenbescheinigungen braucht oder zwischendurch mal das Land verlassen muss oder möchte, Visas benötigt etc. oder einfach andere Sachen, für die man nach Bangkok reisen muss, zum Konsulat oder zur Botschaft. Ich weiß, es gibt mittlerweile für viele Sachen auch bereits schon den Postweg, also man kann vieles bereits schon auf dem Postweg oder über den Postweg erledigen, aber es gibt trotzdem noch Dinge, wo man persönlich am Schalter vorbeigehen muss. Und das bedingt halt auch, dass Leute, die im Norden oder im Süden leben, dann halt nach Bangkok fliegen oder fahren müssen, um eben genau das zu erledigen. Dann ein weiterer Punkt ist die medizinische Versorgung. Ich weiß, auch hier kann man sagen, im Norden gibt es sehr, sehr gute Spitäler, eine sehr gute medizinische Versorgung, im Süden auch, aber wenn es dann ganz, ganz gröbere Probleme gibt, geht es meistens so oder so nach Bangkok. Und natürlich auch Bangkok, also oder sagen wir mal Umgebung Bangkok, weil man in Bangkok einfach alles bekommt. Seit es in Thailand Lazada gibt, Lazada ist so das thailändische eBay, kann man zwar vieles online bestellen, aber trotzdem, es gibt gewisse Dinge, die man vielleicht möchte, die kriegt man nur in Bangkok und es wäre dann halt auch nicht schlecht, wenn man halt, wenn man was braucht, auch das Ganze in unmittelbarer Nähe hat. Ich habe ja im Süden gelebt, auf einer Insel, und es war immer wieder recht mühsam, wenn man zu den Behörden gehen musste. Man musste aufs Festland rüberfahren oder eben, wenn man was bestellen wollte, das es in dieser Region nicht gibt, meistens nur in Bangkok, dann ja, musste man entweder nach Bangkok fahren oder das Ganze für viel Geld in den Süden liefern lassen. Ein weiterer Punkt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber die Erfahrung, die habe ich gemacht. Wenn du irgendwann mal Probleme hast, nehmen wir an Probleme mit Häusern, Probleme mit einer Frau, vielleicht bist du verheiratet, es klappt nicht mehr, es geht Richtung Scheidung oder weiß ich was, oder einfach Probleme eben mit Land und Immobilien, hast du in Bangkok und Umgebung immer die Möglichkeit, auf günstige und gute Anwälte zurückzugreifen. Du hast hier auch, oder sagen wir es mal so, das thailändische Rechtssystem ist ja nicht ganz einfach und man hört es ja immer wieder, dass Leute sagen, dass man hier keine Rechte hat und wenn man mal ein Problem hat, dass einem nie geholfen wird. Und in Bangkok ist das wirklich sehr, sehr einfach. Hier findet man auf die Schnelle gute Anwälte. Auch die Polizei, finde ich, ist in dieser Region sehr gut ausgebildet, jetzt im Vergleich zu anderen Orten in Thailand. Und da muss man halt schon ein bisschen schauen, vor allem für diejenigen, die noch vorhaben, in irgendwas zu investieren, eben Land zu pachten, ein Haus zu kaufen oder einfach halt ja, wirklich viel, viel Geld mit dabei haben und da noch irgendwas machen wollen. Die sollten wirklich schauen, dass sie dort auch einen Ort aussuchen, wo sie mindestens einfach Zugang haben zu guten Anwälten. Und deshalb mag ich die Region eben Hua Hin, Prachuap Kirikan. Prachuap Kirikan ist auch nicht schlecht, jedoch ist es dann schon wieder sehr, sehr weit unten, also so ein bisschen zwischen Phuket und Bangkok. Und man hat halt hier schon dann, also man ist schon recht abgelegen. Daher habe ich mich eher so für die Region hier Phetchaburi entschieden, wobei da muss man natürlich auch wieder Abschreibungen machen. In der Region, wo ich lebe, ist das Meer, das ihr hinter mir sehen könnt, nicht wirklich der Hit.
Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht sehr, sehr schön. Aber wenn man natürlich weiter nach Süden geht, eben in die Region Prachuapkirikan, dann ist es dort schon viel, viel schöner, so von der Landschaft her, aber halt dann auch wieder ein bisschen weiter weg von dem, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Daher für mich persönlich bietet Hua Hin viel. Hua Hin, diese Region, hat eigentlich alles, was man braucht. Es hat drei oder sogar mehr Spitäler, aber mindestens drei Spitäler, gute Spitäler. Es hat zwei große Shopping-Malls. Es ist sehr ruhig. Der König hat hier seine Sommerresidenz. Von dem her geht es hier auch ein bisschen gesitteter über die Bühne. Also es ist nicht so wie in Pattaya, wo Sodom und Gomorra ist, sondern hier ist wirklich noch gesittetes Thailand, wo man seine Ruhe hat. Trotzdem aber auch eine kleine Ausgangsszene, die sehr angenehm ist. Und man ist eben auch schnell in Bangkok. Hua Hin, Bangkok Airport, so circa 4 Stunden würde ich sagen. Und Hua Hin hat auch einen eigenen kleinen Flughafen, jedoch kriegt man von hier nicht so viele Flüge. Die gehen dann meistens an andere Orte in Thailand, aber sind im Verhältnis dann schon etwas teurer. Ja, obwohl für mich diese Region immer noch der Favorit ist, zieht es dennoch immer mehr Leute nach Prachuapkirikan. Also für diejenigen, die jetzt sich erhoffen, aus diesem Video einen Geheimtipp ist das eigentlich nicht, aber ja, so rauszubekommen oder zu hören, wo ist so aktuell der Trend, wo gehen die Leute hin, und ich denke, das ist so schon Prachuapkirikan. Prachuapkirikan ist am Aufkommen und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren sehr attraktiv sein. Andere Orte, die ich auch nicht schlecht finde, die wahrscheinlich aber eher weniger Menschen anziehen, weil es halt auch keine Ausländerszene gibt. Dort sind Orte wie zum Beispiel Ayutthaya. Das waren eigentlich also die Ortschaften rund um Bangkok herum, also die Provinzen rund um Bangkok herum, um es richtig zu sagen. Also Kanchanaburi ist so eine, die auch noch beliebt ist. Daneben Ayutthaya ist auch sehr beliebt. Und auf der anderen Seite, Chonburi ist auch nicht ganz unbeliebt. Also man hat hier wirklich überall viele Möglichkeiten. Orte, die eher ein bisschen einen negativen Touch haben, aufgrund von Rückmeldungen, die ich oftmals von euch, von den Abonnenten bekomme und auch jetzt in den letzten 8 Jahren so ein bisschen erlebt habe, sind die Orte im Nordosten Thailands, im Isan. Im Isan werden viele Ausländer, die nach Thailand auswandern, offensichtlich nicht glücklich. Das belegen so eben halt die vielen Rückmeldungen, die ich bekomme aus dieser Region. Und daher sollte man sich halt vielleicht schon zweimal überlegen, ob der Isan für einen auch die richtige Region ist. Isan ist sehr günstig. Oder man bekommt dort nach wie vor sehr, sehr günstige Immobilien und auch Land. Aber es hat vielleicht eben halt auch seine Nachteile. Ja, so, das war's. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich nicht beantwortet habe in diesem Video, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Am besten noch unter Hashtag alles über Thailand. Dann finde ich sie auch und kann sie so schnell wie möglich beantworten. Ansonsten, eure Meinungen, an denen bin ich immer interessiert. Wo lebt ihr? Wie gefällt es euch? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Du findest hier übrigens noch mehr Videos zu Thailand. Und dann liebe Grüße aus Thailand.